Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur letzten Folge Stardew Valley für diese Woche. Und heute haben wir einiges vor. So, ihr habt mir gesagt, ich soll diese Regenbogenmuscheln und sowas, soll ich verkaufen. Ich weiß aber nicht, ob diese Regenbogenmuschel uns nicht einen großen Bonus bei Alex bringt. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Die Koralle lasse ich auch erstmal hier, das Quarz. Ah, hier eine Edelwicke, habe ich sogar noch. Die Traube hätte ich auch noch gehabt. Na gut. Dann hauen wir halt eine Traube dann wieder weg. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal unsere Tagesroutine. Oh, guck mal hier. Das waren Wassermelonen. Ich hatte also schon mal Wassermelonen angebaut. Neun Stück. 113 Energie. Boah, die bringen aber doch einiges. Bin ich doch mal gespannt, wie viel die uns beim Verkauf bringen. So. Jetzt wird hier erstmal alles gegossen. Bin ich auch mal gespannt, wann diese Samen hier oben fertig sind. Das waren ja diese Special-Samen. So. Zack, zack, zack. Feld für Feld, immer mehr. So. Dann gucken wir gleich wieder zu unseren Hühnchen. Die müssen wir ja nur auch jeden Tag versorgen. Und mir wurde gesagt, der Winter eignet sich dann hervorragend, um die Farm noch so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und ein bisschen zu bauen. Das heißt, das werden wir dann sehr wahrscheinlich im Winter machen. So, die Angel lasse ich erstmal noch hier. So. Zack. Die anderen Sachen weiß ich nicht, ob ich mir die nicht noch nehme irgendwie. So, gucken wir mal gerade zu den Hühnchen rein. Beziehungsweise, es ist ja nur noch ein Huhn. Ich habe ja Lello aus Versehen verkauft, ich Idiot. So, Poco. Poco hat aber leider kein Ei gelegt. Das ist schade. Warum habe ich das Ding gerade abgerissen? Tess. So, dann können wir hier wieder aufmachen. So, komm raus, Poco. Dann können wir hier im Endeffekt die Mayonnaise schon reintun. Ich soll die Radieschen verkaufen. Ich habe gesagt, ich soll alles verkaufen. Das ist Blödsinn, das aufzuheben. Außer man geht in die Mine. Und in der Mine, ich will im Moment... Ja, bis zum Grund haben wir momentan noch, ja. Aber weiß ich jetzt gerade nicht, ob das so... Ob wir das so krass verfolgen sollten. Guck mal, jetzt haben wir sogar alles zweimal. Scheinbeere einmal als noch bessere Frucht. Ja gut. Jetzt habe ich gar nicht daran gedacht. Wann hat Sam nochmal Geburtstag? War das morgen? Oh, eine Tagesaufgabe. Oder hier eine Aufgabe. Kaufe einen Topaz zum Doppelten des Marktwertes. Bitte direkt an mich liefern. Jody. 240 Gramm bei Lieferung. Jody wird sich freuen. Wir haben keinen Topaz mehr. Ich nehme es trotzdem mal an. Vielleicht kommen wir noch irgendwie in die Mine. Warte mal, ich wollte doch noch auf den Geburtstagskalender gucken. Falsch, da nicht hin. Sam hat heute. Okay. Und ich habe da einen Tipp bekommen von der lieben Caro, dass ich Pizza besorgen soll. Von 12 p.m. Das heißt, ein bisschen Luft haben wir noch, bis wir da die Pizza kaufen können. Das heißt auch, dass wir erstmal zum Gemeindezentrum hochgehen. So. Dann wollen wir doch mal. So. Und hier runter. Alles klar. Okay, das war das Sommer-Wildnahrungsbundle. Die packen wir da hin, das packen wir da hin und das packen wir da noch hin. Bündel komplett. Was haben wir jetzt bekommen als Belohnung? Sommersamen. Eine Auswahl von Samen wilder Sommerpflanzen. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Ne, es ist Winter. Ah, hier sehen wir schon Winterwurzel, Kristallfrucht, Schneesüßkartoffel und Krokus. Ja, Krokusse kommen dann ja zum Frühjahr wieder. Aus dem Boden, ja, Meerrettich und sowas, okay. Konstruktionsbundle, da habe ich momentan nicht genug. 10 Hartholz. Oh. Da oben hat sich gerade eine neue... Ich dachte gerade, wir kriegen vielleicht so ein Sternchen. Ah, hier sind jetzt neue Sachen. Ah!
Können wir so das Gemeindezentrum quasi wieder aufbauen oder wie funktioniert das? Sommerfeldfrüchte-Bundle. Ach nee, Wassermelonen, Chili haben wir weggeschmissen und Blaubeeren und Tomaten. Ja, Wassermelonen kriegen wir noch hin. Chili sollten wir eigentlich auch noch hinkriegen, die wachsen ja noch. Blaubeere und Tomate. Kriegen wir noch Blaubeeren und Tomaten hin? Mittwochs hat er zu ausgerechnet, der Krämerladen. Dann müssen wir doch gleich nochmal zum Joja-Markt. Was haben wir hier? Seefische, Krebsfalle, Flussfische. Okay, also das ist komplett rein für Fische. Das ist ja auch vom Aquarium. Okay. Mhm. Das ist natürlich nice. Okay, gut. Dann können wir die Sachen hier im Endeffekt auch verkaufen. Warte mal, ihr habt mir gesagt, ich soll die nicht immer stehen lassen. Ich soll die mitnehmen und verkaufen. Dann machen wir das auch. Warte mal, die kann ich nicht mitnehmen, ne? Nee. Nee, falsch. Hier bin ich falsch. Ich wollte ja jetzt zum Joja-Markt. Ich weiß, ich will da eigentlich ungern einkaufen. Und der hat auch nicht die Auswahl, die es hier unten gibt. Aber ich weiß gerade nicht, wie lange Blau. Ich glaube, der hat nämlich keine Blaubeeren, aber ich weiß nicht. Hier Tomatensamen. Nach 11 Tagen. Dann am 28. Ja, das reicht noch. Das kriegen wir noch hin. Weizen, Radieschen, Melonen, Hopfen, Mohn, Spargel. Nee, Spangel. Spengel? Spangel? Spengel? Keine Ahnung. Ja. Wir haben nämlich Blaubeeren, haben wir hier nämlich nicht. Dann müssen wir wann anders nochmal wiederkommen. Aber dann können wir die Tomaten schon mal pflanzen. Weil ich meine, 11 Tage, das wird langsam eng. Ich hoffe, wir kriegen das überhaupt noch hin mit den... Jetzt habe ich meine blöde Muschel nicht dabei. Grrr. Ach, da ist Sam. Hallo, Sam. Oh, der hat immer noch nicht offen. 11.50 Uhr. Na los, mach auf. Da. Hallo? Ja. Hier, Kundschaft. Ding, ding, ding. Ich würde gerne was kaufen. Komm schon. Komm doch her. Komm, na komm doch. So. Kann ich hier nicht. Emily arbeitet hier bereits seit einer Weile. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie tun würde. Hä? Allein die Vorstellung, dass ich dann alle Töpfe selbst reinigen müsste. Wo kriege ich denn hier? Hier, da. Bier, Salat, Brot, Spaghetti, Pizza. 600? Boah. Ja, komm. Nehmen wir die mal mit. 150 Energie wird sowas bringen, okay. Sam? Ach ja, Mittwochs geschlossen. Alex haut gerade wieder ins Haus ab. Ja, wo ist denn Sam jetzt hin? Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Die sind ja irgendwo hinspaziert. Aber wohin? Die wohnen hier unten, ne? Hä, der war ja mit Jodie unterwegs. Die wohnen hier in dem Haus. Aber ich weiß nicht mehr, gehörte Sam dazu? Kann sein. Hier ist auf jeden Fall alles, das können wir auch nicht einsammeln. Ist auf jeden Fall alles ausgeflogen in dem Haus. Tja. Das heißt, wir müssten jetzt Sam finden. Jetzt habe ich schon so viel Geld ausgegeben für den Guten. Jetzt, hallo Bürgermeister Louis. Jetzt würde ich ihm auch gerne das Ding in die Hand... Warte mal, vielleicht sind die oben zum Kinderspielplatz. Das ist ja so ein Spielplatz. Vielleicht sind die ja dahin. Das könnte natürlich sein. Oder? Ist hier kein Spielplatz. Warte mal, hier, die nehme ich alle noch mit. Die Edelwicken, doch, hier ist einer. Aber hier ist niemand. Also niemand von denen, die wir suchen. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Hm.
nehmen wir mal das Schwert in die Hand. Nicht, dass ich gleich eine von irgendwas von unserer kostbaren Fracht verschenke. Ja, wo könnten die denn hin sein? Dolle Wurst. Na super. Hätte denn nicht ein bisschen schneller sein können? Oder... Ja, aber hier oben werden die wohl auch nicht sein. Ich habe keinen Plan, wo die sein könnten. Sitzt da jemand? Nee, das ist ein Blumentopf. Das hätte auch ein Hintern sein können. Sehr gute Logik. Ja, hallo, wo seid ihr denn jetzt hin? Sam, happy birthday. Ich will dir was schenken. Hallo? Hallo? Ach, Mann. Da ist Alex schon wieder. Hey, Alex. Es hört sich am Anfang von Danza Kuduro hört sie das immer an wie hey, Alex. Ach ja. Dann pflanze ich jetzt erstmal noch die Tomate ein. Bei den Sommersamen. Vielleicht haben wir da ja was Blaubeermäßiges dabei, aber das weiß ich natürlich nicht. Das ist das Problem. So, die haue ich da jetzt einfach so hin. Ah, jetzt habe ich wieder keine Gießkanne. Jetzt muss ich die Gießkanne erstmal wieder raus. Oh, grrr. Was habe ich hier? Das sind 5, ne? Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, das sind jetzt 25 Felder. Das heißt, ich brauche jetzt hier noch 5. So. Sorry, kleiner Baum. Nein! Ah! Oh, wir haben Ton bekommen. So, wir hauen jetzt hier erstmal. Ich weiß nicht, was das hier für Früchte sind. Ob das irgendwas sein kann. Das sieht aber alles sehr gleichmäßig aus. Oder was hier raus wächst und wie lange das wächst. Keine Ahnung. Ich habe nicht die geringste Idee. Der Geburtstag ist schon fast vorbei. Gut, wir wissen ja, wo er wohnt. Wir wissen ja, wo er wohnt. Die nehme ich jetzt mal mit. Ah ne, warte mal hier. Die wollte ich verkaufen, die Sachen. Den Ton, den behalte ich noch hier. Den behalte ich noch hier. Die Gießkanne, die brauchte ich. Die brauchte ich so, dass wir das ja alles noch gießen können. Und dann hoffe ich, dass wir Sam noch irgendwie erwischen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn das nicht hinhaut. So, zack. Zack, zack, zack. Und die beiden hier. So. Also so langsam bin ich hier die Meister-Sprinkleranlage, ja? Wir brauchen gar keine Sprinkleranlage. Warte mal, stopp, hier oben ist doch noch da. Die Tomatensamen. So ein großes Feld hatten wir noch nie. Hooray! Die haue ich gerade noch wieder weg, die Gießkanne. So. Blub. Ich weiß, den ganzen anderen Krams brauche ich eigentlich auch nicht mitzunehmen. Aber... So, die Regenbogenmuschel wollte ich jetzt noch mitnehmen. Weil die wollte ich ganz gerne dann Alex in die Hand drücken, wenn ich den nochmal finde. Es wird schon langsam dämmerig. Wir haben schon 20 vor 8 am Abend. Ich hoffe, ich treffe Sam jetzt noch irgendwie irgendwo an. Das wäre schade, wenn wir den nicht mehr treffen könnten. Und jetzt haben wir, wie gesagt, schon die Pizza. Das wäre ärgerlich. Ja, komm, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück und erwischen ihn noch. Die Tür ist verschlossen. Bis 8 Uhr abends. Toll. Ah. Das ist jetzt echt richtig ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Sind wir vielleicht hier noch irgendwo? Nee, hier sind nur die Erwachsenen. Ja, Alex ist jetzt natürlich auch nicht mehr erreichbar, dass wir ihm die Muschel noch hätten in die Hand drücken können. So ein Ärger. Nur zu gut bekannt. Kochkunst. Kann ich dann auch Pizza herstellen, wenn ich mein Haus mal ausgebaut habe und die Küche besitze? Das wäre vielleicht auch interessant zu wissen. Ja gut, also die Regenbogenmuschel, die verkaufe ich jetzt noch nicht. Obwohl wir könnten auch, ich habe ja noch, nee, die Korallen habe ich auch verkauft. Nein!
Oder die Korallen habe ich verkauft, ne? Nee, habe ich nicht. Ich habe die gute Koralle noch. Ja, dann verkaufe ich die Regenbogenmuschel. Und die Koralle kann ich ja dann immer noch in die Hand drücken. Und die Pizza. Ja, die Pizza heben wir dann mal noch für Sam auf. Sam freut sich mit Sicherheit dann auch an anderen Tagen über Pizza, oder? Auch wenn es dann halt nicht mehr sein Geburtstag ist. Und ich denke mal, an einem Geburtstag bringt ein Geschenk noch mal mehr. Meine Stimme macht sich vom Acker. So, ja, Poco versucht zu schlafen. Wir machen hier mal die Tür zu, damit das gute Hühnchen sicher ist heute Nacht. Oh, warte, ich wollte die Joja-Cola noch verkaufen. So, ja, leider keine so erfolgreiche Folge heute. Aber gucken wir mal, wie viel Geld wir denn dann wenigstens bekommen haben. Ich habe ja doch einiges verkauft heute. Boah, Ackerbau, guckt euch das mal an. Wir können uns ja nicht die große Tasche kaufen. Wir haben 4.017 Gold gemacht heute. Das ist gerade richtig nice. Ich weiß schon, was wir morgen tun werden und das ist die rote Tasche kaufen. Also ihr Lieben, oh Gott, es regnet. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Nee, morgen machen wir das ja gar nicht. Ah, es ist ja Freitag, das heißt, wir kaufen am Montag die rote Tasche. Denn am Montag geht es dann weiter mit Stardew Valley und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns. Ciao.